Wir sind selber als Mutter und Kind quasi zur Kur gekommen. Wir sind 5 Wochen hier gewesen. Und in dieser Zeit hat sich das aus den Gesprächen mit dem psychologischen Bereich und so ergeben, dass hier eben Stellen frei sind als Erzieher. Und wir sind dann wieder hier hoch, ne? Die Reha-Klinik Selenter See ist zuständig für psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, dass körperliche Symptome sehr häufig auch eine psychische Ursache haben können. Und natürlich auch andersrum. Hier am zweitgrößten See Schleswig-Holsteins sind natürlich auch gerade die Wintermonate sehr attraktiv. Wer mal am Selenter See gewesen ist und hier gesehen hat, wie Wind und Wellen oder auch der Morgennebel auf Körper und Seele wirken, der versteht dann, warum auch im Winter so eine Kur in Selent sehr, sehr attraktiv sein kann. Atmosphärisch finde ich es, dass es sehr gemütlich und familiär wirkt. Als Patientin habe ich mich unheimlich wohl hier gefühlt. Es ist hier sehr gut, dass die Patienten einfach mal aus dem Alltag rauskommen können und mal wieder in sich reinzuspüren, was ihnen eigentlich was bedeutet, worum es eigentlich geht und was wichtig ist. Und das klappt gar nicht, wenn man die ganze Zeit nur am Funktionieren ist. Deswegen ist hier diese Auszeit sehr gut dafür geeignet. Ich bin hier, um einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, auch wieder zueinander zu finden, weil der Alltag lässt das oft nicht zu. Für uns als Kinderbetreuung steht natürlich immer im Vordergrund, dass es den Kindern gut geht, dass sie Spaß haben im Alltag bei uns in der Gruppe und natürlich auch, wenn wir nach draußen gehen, wenn wir uns am Strand aufhalten, alle Möglichkeiten nutzen, die Insel so zu bieten hat. Auf die Therapie bezogen bin ich auch sehr zufrieden. Man wird gut aufgefangen, man wird auch viel gefragt, ob man zufrieden ist, ob man mehr Gespräche möchte. Die Mitarbeiter sind alle sehr einfühlsam. Man wird so nicht alleine gelassen. Der Umgang miteinander in der Klinik ist sehr schön, weil man weiß, alle haben eigentlich gemeinsam das gleiche Ziel. Und so findet man sich so zusammen und spricht auch viel. Das ist ganz schön. Die Jahreszeiten auf Borkum sind natürlich etwas sehr Besonderes. Der Sommer ist geprägt durch den Tourismus. Der Winter und die kalte Jahreszeit haben ihre Vorzüge. Es ist sehr viel ruhiger auf der Insel, es sind sehr viel weniger Gäste hier und die ganze Insel kommt zur Ruhe. Das Personal ist das Herz dieser Klinik und das sage ich mit voller Überzeugung. Wahnsinnig nett, ja sehr herzlich, versuchen auf Wünsche einzugehen, auf kleine Wünsche, auf große Wünsche und das kann ich von dem kompletten Personal hier sagen. Durch dieses tolle Umfeld, wo wir haben, können wir natürlich ganz viele Sachen draußen machen. Wir können ganz tolle Winterwanderungen machen, holen dann Schlitten mit und die Kinder sind oft total begeistert. Wir haben Angebote im kreativen Bereich. Kinder können hier malen, sich ein bisschen inspirieren lassen von den Angeboten, die wir hier tätigen. Am meisten Spaß bereitet mir die Arbeit, wenn die Kinder dann glücklich nach Hause gehen und so ein Strahlen im Gesicht haben. Das finde ich immer besonders schön. Ich kann allen Eltern nur raten, eine Mutter-Kind-Kur, eine Vater-Kind-Kur zu machen. Mir gibt es immer sehr viel Kraft und ich kann das jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Einfach um das kennenzulernen, um sich auszutauschen, um zu entspannen und Kraft zu tanken.